So, heute nochmal ein neues kurzes Video und zwar gehe ich einmal ein bisschen durchs Lager durch. Ich habe neue Ware bekommen und die wollte ich euch selber mal zeigen, was es alles so Neues gibt, weil viele fragen immer, hey, was gibt's denn Neues, ne? Was hast du seit neuestem drinne? Und das zeige ich euch jetzt. So, seit neuestem habe ich hier die Snappy-Griffe komplett wieder in allen Farben vorrätig. Das heißt normal rot, pink, grün, gelb. Hier ist auch nochmal gelb drinne, schwarz. Dann haben wir hier normal orange, ganz wichtig, dunkelblau. HQS Blau und dann eben Weiß und Safety Orange. Eine ganz coole Farbe eigentlich. Und das sind die Snappy-Grip-Griffe. Dauerte ein bisschen, bis wir die wieder auf Lager hatten, weil die kommen direkt aus Ohio, also Amerika. Und bis sie hier sind mit Zoll und so, das dauert alles immer ein bisschen länger. Weiter geht's mit Chemical Guys. Hier diese grünen Schwämme, die Chubby heißen die, glaube ich, sind wieder auf Lager. Orange Baby Toll, ja. Und diese ganz großen Tentakel-Schwämme. Ich habe die selber noch nicht ausprobiert. Die sind extrem groß, aber die schaue ich mir auch die nächsten Tage nochmal an. Was haben wir dann noch? Hier ist dieser Dirt Guard oder Dirt Trap, sorry, Dirt Trap. Den gibt es in Blau, Rot und in Schwarz. Ja, die habe ich selber noch nicht ausprobiert. Das ist so gesehen das gute Gegenstück zu den Grit Guard 7, weil die haben hier so alle so eine kegelförmige Vertiefung, aber ganz viele davon. Und dadurch soll der ganze Schmutz richtig so nach unten wandern. Also man sieht das hier nochmal ein bisschen und hier eben auch. Gibt es auch schon ein paar Videos zu. Wollte ich eben auf jeden Fall mal ausprobieren. Gut, was haben wir noch neu? Das Chemical Guys Stripper Scent. Dann P40 Detailer ist auf jeden Fall auch wieder da. Ach ja, und ganz wichtig hier die Auftragsschwämme für die Reifengele. Die sind jetzt auch wieder auf Lager. Optional ist jetzt auch nochmal von Cavazza direkt diese Filzpads gekommen. Die kommen ja vorne hier in diese Schaumpatronen rein. Und da werde ich das Ganze jetzt nochmal mit dem Schaumverhalten optimieren, weil mich hat das ein bisschen gestört, dass das so dünnflüssig ist. Und deswegen habe ich mit denen nochmal geschrieben und die haben mir, wie gesagt, diese Filzpads zugeschickt. Und da werde ich die nächsten Tage jetzt auch versuchen, das alles fertig zu machen. Das sind noch alles Bestellungen, die noch rausgehen heute. Ja, und sonst ist eigentlich. Ah doch, Autofinesse. Hoppala, Autofinesse habe ich alles neu. Was haben wir neu? Iron Out haben wir neu, Hide haben wir neu, das Revitalize Set. Die Reifenauftragsschwämme sind auch wieder da. Dann hier verschiedenste Schwämme. Deluxe mit. Ich habe die auch noch selber noch nicht ausprobiert. Welchen haben wir hier noch? Genau, hier haben wir auch noch einen Waschhandschuh. Ähnlich wie der Gion mit, würde ich sagen. Lanyard hier so ein Zeugs. Dann, was haben wir noch? Genau, hier unten. Aqua Deluxe ist auch noch neu und eben ja Avalanche Snowform in Kanistern, Citrus Power und ach, noch ein paar andere Sachen auf jeden Fall. Ja, sobald ich neue Produkte habe, werde ich dann beim nächsten Mal wieder ein bisschen durchs Lager gehen und euch das Ganze ein bisschen zeigen. Und ansonsten freut euch auf die nächsten Videos. Es geht weiter mit Felgenversiegelung, Scheinwerferaufbereitung und noch viele andere Sachen sind geplant. Viel Spaß dabei!